Hallo Menschen, heute möchte ich Im Frühling sterben von Ralf Rothmann rezensieren. Das lasse ich so mehr oder weniger zusammen mit Vers Tant. Zumindest haben wir danach darüber geredet und ich werde euch sie und ihre Rezension natürlich unten verlinken. Was ich vorher erstmal sagen kann, ich fand das Buch gut, an Stellen sogar sehr gut, muss aber sagen, dass ich erwartet hätte, dass es mich noch mehr begeistern würde. Was einfach daran liegt, dass ich ja schon öfter immer mal zu Zweiter Weltkriegs- oder NS-Zeit Büchern greife und die mich oft sehr erschüttern und mitreißen. Und hier war es nicht ganz so, aber es war trotzdem gut. Inhaltlich folgen wir zwei 17-jährigen Melkern, die noch 1945 dann eben unfreiwillig nochmal in den Krieg eingezogen werden. Also es wird zwar so von der SS unter Druck so dargestellt, als würden sie sich freiwillig melden, was sie aber einfach nicht tun. Einer davon, unser eigentlicher Protagonist, ist Walter, ein sehr ruhiger Junge. Er scheint auch jetzt nicht so überambitioniert, sondern er hat so sein kleines Leben da auf dem Dorf und hoffentlich auch bald sein Mädchen. Und demgegenüber steht eben Fiete, ein schon eher kritischer und auch sehr zynischer Junge. Von ihm kommen einige der großartigsten Sätze dieses Romans. Und er ist aber auch so ein bisschen aufmüpfiger. Also in dem Moment, wo sie sich halt zum Kriegsdienst melden müssen, da prinzipiell stellt sich da so ein General auf die Bühne eines kleinen Tanzlokals im Dorf und sagt, ja, alle jungen Männer, die melden sich jetzt mal freiwillig zum Krieg. Und wer da was dagegen hat und wer das nicht machen will, der kann ja jetzt aufstehen. Und Fiete schaut sich so ein bisschen um und war tatsächlich schon so dabei aufzustehen und nur Walter reißt ihm halt so am Pulli zurück und sagt ihm, bist du wahnsinnig in der Küche, da sitzt eine Horde SS, die bringen dich um, wenn du jetzt aufstehst. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum Fiete in dem Moment nicht aufgestanden ist. Also er hätte das wohl durchgezogen. Also auch als sie sich dann tatsächlich melden, macht er das so mit den Worten, naja, komm, scheiß drauf, dann gehen wir halt sterben. Also er hat das schon so ein bisschen durchschaut, sag ich mal. Schon von Anfang an, also das ist jetzt kein Spoiler, das steht im Klappentext, das steht auch in jeder Besprechung. Aber falls ihr nichts von dem Buch wissen wollt, außer dass da zwei junge Menschen in den Krieg ziehen, solltet ihr jetzt aufhören. Aber wir wissen das vorher, wir gehen damit ran, dass der eine am Ende den anderen erschießen soll, da der zu fliehen versuchte. Also das ist es so der Höhepunkt, auf den das ganze Buch hinausläuft. Und ja, sowohl das als auch so die Ereignisse in einem eigentlich schon komplett ausweglosen Moment des Krieges werden halt beschrieben. Also es ist eine Zeit, in der auch die Protagonisten sagen, warum ziehen wir denn jetzt noch in den Krieg? Von rechts kommt der Russe, von links die Amis. Es ist komplett ausweglos. Niemand kann hier mehr gewinnen und sie werden halt aber einfach nochmal reingezogen. Es gibt halt auch die Geschichten, dass zum Beispiel die Generäle ihren eigenen Soldaten Granaten so in die Hacken werfen, damit die noch nach vorne losziehen. Ja, und in dieser Zeit spielt unser Buch. Was ich sehr, sehr gut fand, ist, dass Ralf Rothmann meiner Meinung nach verschiedene Stimmen unterschiedlicher Charaktere unglaublich gut wiedergeben kann. Also sowohl die kleine 12-jährige Schwester unseres Protagonisten in Briefen, als auch am Anfang, da haben wir so eine sehr buschikose, direkte Flüchtlingsfrau, die halt noch schon viel durchgemacht hat, aber trotzdem noch so unterschwellig so eine derbe Wärme in sich hat. Das gibt ja großartig wieder. Genauso natürlich einfach diese jungen Menschen im Krieg. Also es gibt halt auch verschiedene Richtungen, sowas wie Walter, die versuchen das halt eher irgendwie so ruhig über sich ergehen zu lassen. Dann gibt es auch welche, die feiern wilde Orgien, um halt irgendwie nochmal das Leben zu spüren, bevor sie am nächsten Tag dann wahrscheinlich sterben müssen. Also diese Extreme gibt er unglaublich gut in Worten wieder. Und zwar immer so, dass ich es mir genauso vorgestellt habe, aber ohne dass es klischeehaft wirkt. Also es war einfach immer genau passend. So, ich habe mir gesagt, genau so würden die wahrscheinlich reden. Außerdem gibt es in diesem Buch eine Stelle, die mich innerlich absolut zerrissen hat. Ich will sie euch nicht wirklich erzählen. Es ist zwar nicht der Höhepunkt, aber schon schöner, das selber zu erleben. Und die war so gut, die hat mich so erschüttert. Und wenn ein Buch so etwas hat, dann ist es bei mir einfach schon mal auf jeden Fall ein gutes Buch. Also wenn ich immer an ein Buch zurückdenke und mir fällt immer wieder diese eine Szene ein, dann hat es irgendwie schon geschafft, mich zu berühren. Die Sprache, muss man sagen, ist sehr schlicht. Ich würde sie noch nicht als lakonisch beschreiben, aber trotzdem werden Grausamkeiten manchmal so einfach nebenher erzählt. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so gewollt, sondern einfach, weil sie wirklich alltäglich geworden sind. Es gibt so ein Beispiel, da beobachtet Walter, wie eine Krankenschwester eben von einem, ich glaube, am Boden liegenden Toten die Verbände abnimmt, die blutigen Verbände, um sie halt gleich einem Lebenden anzulegen. Ist halt so, als ob die Protagonisten sich auch einfach so an die Grausamkeiten gewöhnt hätten. Auch besagter Höhepunkt des Buchs, der wird einfach so wie nebenher beim Kartenspielen eingeleitet. Eigentlich gefiel mir gut, dass man da so ein bisschen aus allen Wolken fällt. Und auch die Szene vor dem Höhepunkt fand ich großartig. Die war nochmal so richtig
nah, aber ohne kitschig zu sein. Das hat er meiner Meinung nach sehr gut hinbekommen. Vers Tante wird in ihrer Rezension bestimmt nochmal genauer eingehen. Sie meinte, es war ihr persönlich etwas zu oberflächlich. Und ich muss ihr insofern recht geben, ja, er geht nicht in die Tiefe. Er analysiert die Leute jetzt nicht, er gibt auch nicht ihr Inneres wieder, sondern beschreibt halt einfach nur die Ereignisse, die ihnen geschehen. Also zum Beispiel in diesem Moment, als die Krankenschwester die Verbände abnimmt, da wird halt nicht gesagt, was sie in dem Moment dachte, was sie schon durchgemacht hat oder was Walter dachte, als er sie beobachtet, sondern es steht einfach nur dort, er steht dort und beobachtet, wie sie das tut. Und alles andere muss man sich dann halt selbst erschließen. Das fand ich eigentlich gar nicht schlecht, vor allem, da es meiner Meinung nach zur Rahmenhandlung passt, die ich euch bis jetzt vorenthalten habe. Das Ganze beginnt nämlich mit einem Ich-Erzähler am Sterbebett seines Vaters. So durch einige Interviews mit Ralf Rothmann kann man den Ich-Erzähler schon ziemlich mit dem Autor gleichsetzen, aber ihr wisst ja, wie das ist, sagen wir mal, sehr, sehr stark autobiografisch inspiriert. Und dieser Ich-Erzähler fängt halt nochmal an, über seinen Vater nachzudenken und was der eben so im Krieg getan hat. Er wollte so gut wie nie darüber reden, aber natürlich war der Ich-Erzähler immer so ein bisschen daran interessiert, was hat denn nun mein eigener Vater im Krieg getan? Und dann beginnt eben die Binnenerzählung. Und es wird zwar eigentlich nirgendwo direkt gesagt, dass der Vater Walter heißt, aber natürlich ist es Walter. Und das passt ja eigentlich ganz gut, dass wir da nicht wirklich reinschauen können, denn das ist ja keine Ich-Erzählung, dass Walter jetzt selber erzählt, so und so habe ich mich gefühlt, sondern es ist ja wahrscheinlich eher, es ist ja der Ich-Erzähler, der über seinen Vater nachdenkt, der die Geschichte seines Vaters wiedergibt. Ich muss aber sagen, was die Rahmenhandlung betrifft, den Epilog zum Beispiel, den fand ich eher so ein bisschen, der hat mir ehrlich gesagt überhaupt nichts mehr gegeben. Also im Prolog quasi, so im Anfang, da haben wir nochmal so ein bisschen die Beziehung zwischen Vater und Mutter gehabt und wie der Ich-Erzähler so ein bisschen dazu steht und beobachtet, wie sie sich nochmal, also gerade beim Sterben, nochmal zärtlich berühren, was er sein ganzes Leben lang eigentlich nie gesehen hat. Aber im Epilog war das dann so ein bisschen, dass ich mir dachte, hätte man auch weglassen können. Und wenn man den weglässt, hätte man zugegeben eigentlich auch den Prolog weglassen können. Es ging ja hauptsächlich um Walter und Fiete. Das hätte auch gereicht. Und damit komme ich nochmal zu einem anderen Punkt. So durch das Alter der Protagonisten und auch ein bisschen die Schlichtheit der Sprache. Also, ich meine, es ist kein Jugendbuch, aber irgendwie halt schon. Also zumindest würde es in diese Kategorie auch passen. Es ist schon sehr gut geschrieben, aber es ist jetzt nicht so, dass Jugendliche das nicht verstehen würden. Und ich habe auch geschrieben, würde das nicht 90% aller Leser abschrecken, würde ich das definitiv zur Schullektüre machen. Eben, also gerade durch diese Rahmenhandlung, dass wir nochmal diesen aktuellen Bezug kriegen, dass da jemand eben über den Krieg nachdenkt und darüber, was seine Väter oder im Fall von Schülern dann vielleicht die Großväter im Krieg getan haben. Er hat es halt so ein bisschen diese Moderne mit reingezogen, das fand ich eigentlich ganz nett. Es hat halt nicht nur die Ebene des Krieges, sondern auch derjenigen, die auf den Krieg zurückblicken, die mit dem Krieg halt nichts mehr so groß zu tun haben. Also ich glaube tatsächlich, dass es für Leute, die gerne die ernsteren Jugendbücher lesen, auch etwas wäre. Natürlich auch für Erwachsene. Das war jetzt nur nochmal so ein Vergleich, dass ich der Meinung bin, das ist jetzt nicht total abgehobene Hochliteratur, die man nicht verstehen kann. Sondern es war gut geschrieben, es war unaufgeregt geschrieben, aber es hat mir sehr gut gefallen. Und ja, insofern von mir eine Empfehlung. Nicht ganz so gut wie mein, das klingt immer so schlimm, Lieblingskriegsbuch. Das war Vergeltung von Gerd Ledig. Das hat mich, glaube ich, bis ans Ende meines Lebens absolut erschüttert. Aber trotzdem eine Empfehlung von mir. Also es hat das Thema sehr gut aufgegriffen. Und wer mit solchen Thematiken klarkommt, wer sich dafür interessiert, dem kann ich es auf jeden Fall nur nahelegen. Und dann möchte ich euch noch mit einem Zitat verabschieden. Hast du schon mal einer Kuh beim Kalben geholfen? Wenn sie Koliken kriegt, weil die Gebärmutter verdreht ist, oder das Becken ist zu eng und das Junge liegt quer und will nicht ans Licht, das reißt dir die Gelenke raus und dir platzen die Adern in den Augen. Was auf die Welt bringen, das ist die härteste Arbeit. Zerstören und töten kann jeder Idiot. Und dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.